Heute habe ich ein Video und zwar ich habe bei der lieben Nicole gewonnen und ich wollte euch meinen Gewinn zeigen, weil ich habe mich so gefreut. Ich habe nie im Leben gedacht, dass ich so viel auf einmal gewinne. Es sind insgesamt 39 Produkte und zwar, ja, zeige ich euch jetzt. In so einen Karton hat sie das reingepackt und dann noch extra in so ein Luxury Box reingepackt und wir schauen jetzt drin. Wir schauen jetzt rein und ja, und ich freue mich sehr. Mal schauen, was drin ist. So, wir machen den auf. Oh, schön. Mit einem Butterfly, weil der Logo von ihr ist. Sie mag gerne Schmetterlinge. Und hier ist für mich ein Brief. Riecht so lecker hier drin. Noch ein Schleifchen und noch so ein Geschenkpapier mit Schmetterling. Was denn sonst? Und wir machen das jetzt. Wir lesen erstmal den Brief. Ich freue mich schon. Ah, mit Blümchen. Passend zu meinem Oberteil. Wusste ich nicht. Weil ich hatte nur der Karton aufgemacht. Meine liebe Vera, ich freue mich wirklich sehr für dich, dass du bei meiner Verlosung hattest und Glück hattest, glaube ich, und nur diese prall gefüllte Box in deine Hände wandert. Ich freue mich auch. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Auspacken und Entdecken und alles, alles Liebe für dich und deine Familie. Dankeschön, wie süß. Ich drücke dich, deine Unbox Butterfly Nicole. Unbox Butterfly, so heißt sie auf Facebook, auf YouTube und ich werde ihren Kanal bei den ihm verlinken, wenn ich das nicht schon wieder vergesse, wie sonst auch. Oder unten bei der Infobox, schaut mal rein und lässt gerne Grüße von mir da. Sie ist so eine Süße, ich mag sie gerne. Ich schaue ihren Videos auch sehr gerne und ja. Wir machen jetzt uns an den Box ran. Und ich freue mich schon. Freue mich schon. Einmal die Schleifchen. Alles hier unverpackt. Oh Mann, wie mache ich das auch, das nicht, dass ich nicht alles. Ich muss das kaputt machen. Mann. Wie mache ich das auf? Also, so geht es. Ah, ich bin so aufgeregt. Alles kaputt gemacht. Schaut mal, so viel Sa. Fliegt schon alles hier raus. Schaut mal, wie Weihnachten, wie Weihnachten. So einmal von vieles von Essence, so eine ja zum Festival oder Feste gehen, diese für die Augen und die Augenbraune, sehr schön, so kleine Diamant, so Juwels, Cosmic Style, come on baby, let's go party, genau, waren wir. So eine Essence Fail Back to Nature Hand und Body Tattoos, auch sehr schön. Ich hatte schon vor langer Zeit, über ein Jahr, mit Henna, hat mir eine Bekannte gemacht mit Henna. Ich glaube, das Video habe ich noch in meine Playlist, aber war noch mit keiner Werbung, weil jetzt muss man immer Werbung reinschreiben oder unbezahlte Werbung. Und ja, wenn ich schaffe, dann drehe ich nach, dann bearbeite ich das Video nochmal und mache noch Werbung drauf. Mal schauen. Und ja, und das ist mit Gold, sehr schön. Dann gab es hier noch wieder Metallic Glow in the Dark für die Fingernägel, Fingertattoos. Auch mit Flamingos und so und auch von Essence. Ah, sind dieses Panda-Eyes-iPads. Oh, my Cuties. Mit Panda. Ich fand das so schön, als ich das gesehen habe. Das ist so Augenpads, kann man bestimmt im Gefrierfach tun, im Kühlschrank reintun und dann. Ja, um die Augen dann, damit das Angeschwollene weggeht oder so. Oder Falten. Ja, sehr schön. Ah, ich freue mich schon, die zu testen. Dann gab es hier Lashes. Double the Fun Volume. Glue Included. Schon Kleber drin. Auch von Essence. Lashes to Impress. Ich habe schon versucht, welche mit magnetischer. Ich habe zwei von der magnetischen Lashes von Essence. Zwei, ich glaube, grün und gelb. Und jetzt habe ich die auch gewonnen. Mit Magneten habe ich nicht geschafft zu machen. Vielleicht die mit Kleber. Ich habe schon die mit Kleber habe ich noch nie ausprobiert. Aber irgendwie stelle ich mal,
stelle ich mir das so schwierig vor. Wie seht ihr das oder wie ist eure Erfahrung? Schreibt es mir unten in die Kommentare, würde mich freuen, weil ich habe Angst, dass ich dann keine Wimpern mehr habe, wenn ich das irgendwie falsch mache. Ja, die zwei noch. Beide von Essence, magnetische und keine und normale mit Kleber. Dann gibt es hier so eine Face Sheet Maske, auch von Essence, Time to Wake Up. Hydration Boost. 15 Minuten. Ja. Probiere ich sehr gerne aus und dann mal schauen. So, dann weiter mit Essence. Fast alles von Essence, aber ich mag Essence gerne und ja. Und ich freue mich. Hashtag Insta Perfect ist ein bisschen dunkel, aber vielleicht mische ich mit meiner anderen, die ich schon da habe. Wir können das gerne mal aufmachen. So sieht das aus. Sehr dunkel. Ja. Strong Matte steht hier. Dann gab es hier viele. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viel noch. Dann hier für die Nägel, Nail Art Brush Set für die Nägel, für diese, dass man sowas kreieren kann, aber sowas bin ich gar nicht begabt. Mal schauen. Essence Be an Artist, ja, überhaupt nicht. Aber finde ich schön hier. Drei Pinselchen. Dann gab es hier Essence Cosmic Cuties, auch von diese, von den Panda. Cosmic. Nee, das war eine andere. Welche war das jetzt? Cosmic Style, bestimmt von der Edition. Das ist so ein dunkel Liquid Lipstick. So in lila, glaube ich. Ja, sieht da so lila aus. In lila. Dann gab es hier diese Lips Go Now. Plumping Lip Gloss in so eine rote Farbe. In der Burn Up. In die Nummer 2. Ist so mehr transparent, wenn man das aufträgt. Dann noch ein Lippenstift. Die Shine-Shine-Shine-Reihe habe ich nicht. Ich glaube, ich hatte nur eine oder habe ich noch. Die Matt-Matt-Matt-Reihe war mein Lieblinge. Aber die scheint auch sehr schön zu sein. Für den Winter oder Herbst. Farbe, so dunkel. Trage ich sehr gerne. Heute habe ich mehr so diese pinke. Das hatte ich letztens bei meinem. Das ist von Maybelline Yare, die ich bei DM meine letzten. Verlinke ich euch hier oben meinen letzten XXL Drogerie-Haul, wo ich die gekauft habe. Das ist die Farbe. Und ja, passt auch zu meinen Oberteilen, die ich heute anhabe. Dann gab es hier noch so eine I Love Jovi Eye Gloss. Das ist ein Eye Gloss, noch nie gesehen. Ein Eye Gloss, so transparent. Aber steht hier Eye Gloss. Ja, für die Augen. Mal schauen, ob ich damit klarkomme. Dann zwei von der Reihe von Essence wieder. Die Nummer 4 und die Nummer. Oder? Die. Das ist den Braun und den Lila. Ihr seht's. Ja, ein bisschen dunkel, aber vielleicht Fasching oder so. Oder für die Kinder, wenn sie sich bemalen. Oder. Und die auch. Ich habe früher, als ich bestimmt 12 oder 13 war. Oder 15. Habe ich mich so gerne mit dunkel, diese Bla. Nur das. Ich hatte auch keine. Weil früher konnte ich meine Wimpern nicht so. Hier nicht mit Mascara und sonst was oder dieser Eyeliner habe ich nie geschafft, sowas, diese Strich habe ich nur das getragen oder Lidschatten habe ich hab so die braune Farbe für die Lippen benutzt, so gerne auch goldene Farbe und ja, das war mein Trend damals. Ja, die zwei noch, ja, wie gesagt. Dann gab es hier noch Make-up Corrector Pen. Die Augen oder für was denn? Ja, Augen-Make-up. Augen-Make-up, genau. So eine auch von Essence. Und hier noch Ersatzdinger. Aber sowas habe ich noch nie gesehen im Laden. Habt ihr das schon gesehen und schon getestet? Schreibt es mir unten. Würde mich sehr freuen, weil mit sowas habe ich keine Erfahrung. Noch keine Erfahrung gemacht. Mein Fuß schläft gleich ein.
Dann hier noch eine Nude Lipstick, auch von Essence, was denn sonst? Aber das kommt nichts raus, oder? Also. Hier. Oh, wie sieht das aus? So sieht das aus. Nude. Das steht Nude, aber Nude mit die Farbe ist doch nicht. Naja, mit die Farbe so grau. Aber hier sieht mehr wie lila aus. Aber der Deckel ist grau. Dann gab es hier noch diese. Von der habe ich schon zwei andere Farben. Von der Colorbust, glaube ich, war das die. Made About Matte Liquid Lipstick von Essence wieder. Ja, ich habe schon zwei von der, aber ich glaube, die sind nicht so. Oh, sieht das aus. Wow, sowas trage ich sehr gerne. Schaut mal. Kann ich gleich anprobieren. Ihr seht der Unterschied. Wow. Oh. Und? Sehr schön, ne? Ich mag gerne sowas. Ja, passt zu meinem Oberteil. Bin ich schön hier noch Augenblick. Ich hole mal. Aber das sieht so geil aus. Ups, darf man das sagen? Darf man das sagen? 11 Minuten schon. Ich muss mich beeilen. Aber es klebt nicht. Sehr schön finde ich die Farbe. So, dann gibt es hier noch zum Schluss Lippenstift, Lipstick, noch zwei. Eine von Essence und der andere von Catrice. Wow, das ist so holographische. Wow, das ist sehr schön auch. Aber ich bin mehr der Rosen- oder der Roten-Typ. Aber noch der und dann so eine Catrice. Ich glaube, das ist das einzige von Catrice, sonst alles Essence. Ja, ich glaube, ja. Noch eine Catrice. Nee, das ist kein Lippenstift, sondern ein Travel, eine Reise Pinsel, wenn man verreist. Genau. Limitierte Edition. Ich mache die mal aus für euch. Das stand da drin. Ha, schön zum Rouge auftragen. Ich habe heute ein bisschen Rouge und auch Highlighter. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber ich fand das so süß hier. Man dreht das so. So. Und dann hat man hier. Aber ist sehr praktisch, wenn man verreist. Finde ich schön. In so eine goldene Farbe. Schön. Kann ich hier wieder reintun. Mal schauen, ob ich alles verwenden werde oder weiterschenken werde oder verlosen. Mal schauen. Weil so viel braucht kein Mensch, ne? Auf einmal. Und man hat auch vieles zu Hause, ne? So ein Brush für die Pinsel. Ich weiß gar nicht. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, was das ist. So für die Pinsel zum Mitnehmen irgendwo. Fünfmal Big und fünfmal Small. Sowas kenne ich nicht. Schreibt es mir unten, was das sein soll. Kenne ich nicht. Dann gibt es hier noch so eine Art, die ich letztens gekauft bei meiner, ich glaube, Flaconi Haul bestellt. Und jetzt habe ich noch die. Mal schauen, vielleicht verschenke ich die oder verlose. Weil zwei brauche ich auf jeden Fall nicht. So eine 2-in-1 Grow für die Augenbraune. Grammar. Von der Essence, die gleiche habe ich schon. Oh, schön hier Cosmic Style Falsch Lashes. So wie die. Stickers hier, Perlen, wie heißen die jetzt? Face Juveles, die aber jetzt für den Wimpern Lash Glue inkluiert, schon mit Kleber drauf. Schaut mal, die sehen schon schön aus mit Glitzer für Partys oder so. Oh, finde ich schön. Dann gibt es hier noch so eine Gloss von Essence wieder. Ich brauche gar nicht mehr zu sagen, weil das ist alles Essence, außer die kleine Pinselchen war von Catrice. Glaube so ein Gloss, aber schaut mal, so eine Spitz wie ein Pinsel und hier
Man drehen. Ach so, da kommt bestimmt was raus. Ja, kommt schon was raus. So ein Gloss eben für die Lippen. Dann habe ich hier noch drei Cosmic Lights, zwei Farben und Easy to Polish. So eine, wenn man fertig ist mit Lackieren, dann oben drauf. So ein Base. Transparent. Und dann noch hier so ein Cosmic Lights zweimal. Schreib's mir unten, soll ich denn wieder eine Verlosung machen mit ein paar Sachen von ihr oder sonst was? Schreib's mir gerne unten und dann sehen wir weiter. So, Glow to Go Luminous Blush Paper, das ist, ich glaube, Blush, aber Papierblush für die Wangen zu mitnehmen. Ja, ich glaube schon. So sieht das aus. So dunkel aus hier. Kann man das so machen? Weiß ich nicht. Mal schauen. So sieht das aus. Dann gibt es hier viele. Achso, noch ein kleines Spiegelchen. Ich glaube, wo kommt das denn drin? Ich glaube, hier bei diesen auch. Oder? Kommt das da rein? Achso, ja, hier sieht man das. Bei den kleinen, vielleicht bei der. Kommt das hier irgendwo rein, damit man auch was sieht, was man tut. Und da einmal große Palette, leere und in klein von Essence wieder. Ja. Und noch so viele von diese kleine. Ich habe einmal Eyebrow Powder. Habe ich selber da. Hatte ich letztens für mein Kind so eine kleine gekauft zum Verschenken, wenn sie Geburtstag hat oder so, weil sie gerne sich hier schminkt. Ab und zu. Und ja, die habe ich schon. Dann so ein Lip Base. Holo. Entschuldigung, ich bin müde. So ein Holo Powder. Dann gibt es Eyeshadow in Gelb. Habe ich auch schon da, aber werde ich vielleicht verschenken oder mal schauen. So ein Finish Powder. Hier zum Finish. Dann so ein Matt Blush. Auch sehr schön. Und noch zwei Eyeshadow und Lip Powder. Ich glaube, die werde ich mal verschenken, weil ich mag nicht so gerne diese Mono-Lidschatten, eher palettenweise. Ich habe nur das für meine Kleine geholt. Und noch so eine schwarze Lidschatten. Ja, ich glaube, ich werde die mal in groß verschenken. 1, 2, 3, 8 Stück sind drinnen. Und ja, ich hoffe, Nicole, du bist mir nicht böse, aber sonst mag ich alles, aber ich kann ja nicht alles gebrauchen. Ich freue mich, dass ich auch an jemand das verschenken kann, wenn ich das schon nicht mal benutze. Sowas Monolidschatten mag ich einfach nicht und vielleicht, und ich verlose. Ich kann das auch hier in diesem Video machen. So eine spontane Verlosung mache ich gerne. Ja, mache ich gerne. Ich verlose diese Palette mit voll alles. Und dazu noch der kleine Spiegelchen. Ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe genau 8 hier. Oder ich lasse das eine hier. Ich lasse. Nee, Lidschatten. Lolo Powder. Ich packe. Oder Lip Base. Fixing Powder. Vielleicht lasse ich das für mich da. Diese Fixing Powder, weil sowas habe ich nicht. Und packe die 7 und plus das hier rein und verschenke an eine von euch. Ihr könnt gerne dazu den Hashtag Essence benutzen und soweit ich meine 1800 Abonnenten habe, verlose ich das. Und ja, macht alle gerne mit. Ich freue mich und soweit, ja, alle gerne abonnieren, weil damit wir auf die 100, auf die 1800 kommen und da schnell verlose. Und zwar, ihr müsst auch sichtbar sein, weil sonst kann ich nichts machen. Das wäre unfair gegen den anderen über. Und ja, aber ich freue mich, dass euch das hier da seid. Und ich wünsche euch jetzt viel Glück mit meinen Verlosungen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wie ihr mein Video schaut. Und ich sage,
Lasst mir gerne Feedback da, wenn ihr das möchtet, oder Like da. Ich freue mich immer über Feedback. Und ich sage viel Glück an alle und wir sehen uns bald.